Willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu unserer Episode Neues Jahr, neues Glück, unser Economic Outlook, den wir jedes Jahr zu dieser Zeit hier mit euch publizieren, wo ich im Gespräch bin mit meinen beiden Co-Podcast-Experten, The Loyal Future Talk, Michael Gramp und Alexander Börsch, unsere beiden Chefökonomen aus Deutschland und der Schweiz. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid, Michael und Alex, nach Dinner War for One kommt Oracle for Three und wir reden über eure Sicht auf das, was in den nächsten 12 Monaten ökonomisch in Deutschland, der Schweiz, Europa und der Welt passieren wird. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, vielen Dank, Nikolai, und auch hallo, Alex. Oh, und danke für den Dinner for One-Vergleich. Was wir gerne ja am Anfang dieses Gesprächs immer machen, ist einmal ganz kurz zurückzuspulen. Vor 12 Monaten haben wir uns hier gesehen, haben wir gesprochen, habt ihr in die Zukunft geblickt. Was waren denn jetzt retrospektiv für euch die größten Überraschungen, die im Vergleich zu den Predictions, die da waren, passiert sind ökonomisch? Alex, magst du mal anfangen? Ja, gerne. Also bei mir waren es 2 Überraschungen in 2023. Ich glaube, zum einen war es tatsächlich überraschend, dass wir trotz dieser sehr steilen Zinserhöhungskurve, die wir letztes Jahr gesehen haben, keine Rezession gesehen haben, weder in den USA noch in der Eurozone. Und das ist insofern bemerkenswert, weil das ist sehr, sehr selten historisch und empirisch. Wenn die Zinsen so schnell hochgehen, haben wir normalerweise immer Rezessionen. Das heißt, positiv gewendet, die Wirtschaft war resilienter, als viele am Anfang letzten Jahres gedacht haben. Die zweite Überraschung war jetzt aus so einer europäischen Sicht, dass die 2 Halbjahre völlig unterschiedlich gelaufen sind. Wir dachten eigentlich, wir schlittern in eine Energiekrise in der ersten Hälfte, hätten hartes erstes halbes Jahr, danach Aufschwung. Was wir gesehen haben, war, dass das erste halbe Jahr besser gelaufen ist und das zweite halbe Jahr dafür schlechter. Das heißt, im Mittel sind wir ungefähr da rausgekommen, was wir letztes Jahr erwartet haben, aber tatsächlich mit anderen Faktoren, die das getrieben haben. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Das war sicherlich überraschend, dass wir nicht in eine Rezession gerutscht sind in den meisten Ländern, auch dank des sehr robusten Arbeitsmarktes. Das hat sicherlich stark geholfen. Ich war auch noch sehr überrascht, dass die Zentralbank doch ihre restriktive Geldpolitik so diszipliniert durchgezogen haben. Natürlich verspätet, aber immerhin. Und vielleicht auch noch so auf der positiven Seite die ganze Thema oder ganz alles rund ums Thema Technologie und die Innovationsschippe, die wir jetzt sehen, insbesondere rund um die künstliche Intelligenz. Über das Thema sprechen wir ja später wahrscheinlich nochmal im Detail. Das hat mich auch sehr, sagen wir mal, positiv überrascht. Auch die Dynamik, die dahinter ist, die uns sicherlich in den nächsten Jahren auch sehr viel positive Effekte erwarten lassen. Auf einer Skala von 1, richtig, richtig gut. Ihr habt alles perfekt vorhergesagt. Zu 10, ihr wart komplett daneben. Wo würdet ihr euch einschätzen, was der 2023er Outlook war? Ich glaube, von der Prognose her waren wir wahrscheinlich bei einer 2. Also wir haben minus 0,1% vorhergesagt. Wir kommen jetzt bei minus 0,2% raus, höchstwahrscheinlich. Von daher, rein prognosemäßig können wir damit ganz gut leben. Also ich hatte mit der Schweiz ein bisschen einfacheren Fall wie du, Alex, und da lag ich relativ gut. Aber die Schweiz ist ja bei weitem nicht so volatil wie jetzt die Eurozone oder Deutschland. Daher lag ich da eigentlich relativ gut von den Prognosen her. Das gibt uns ja das Selbstvertrauen, dass eure Prognosen auch für dieses Jahr natürlich wieder extrem zutreffend sein werden. Vielleicht mal ganz kurz, wir haben gerade Überraschungen gesprochen. Vielleicht mal so ein paar Headlines. Was sind Überraschungen für 2024, die auf uns zukommen werden? Alex, magst du wieder starten? Gute Frage. Ich glaube, 2024 hat eine Menge Überraschungspotenzial, vor allem politisch. Es ist ein globales Superwahljahr. Wir haben über die Hälfte der Weltbevölkerung geht an die Urnen, über 4 Milliarden Menschen. Es wird eigentlich fast überall in den demokratischen Ländern gewählt. Alles zwischen Österreich und Indien und Finnland und sogar Venezuela. Das heißt, da haben wir, glaube ich, eine hohe Volatilität, die jetzt auch von der politischen Seite kommt. Und wir haben natürlich, was die Ergebnisse angeht, auch noch jede Menge Überraschungspotenzial. Wir haben die Europawahlen im Juni. Wir haben natürlich die US-Wahlen im November. Wir hatten jetzt gerade die Taiwan-Wahlen.
Das heißt, das sind sicher, wäre für mich der Hauptfaktor, den man jetzt beobachten muss, wenn es um Überraschungen geht. Und man muss sagen, Überraschungen müssen ja nicht nur immer negativ sein, die können ja vielleicht auch durchaus mal eine positive Wendung nehmen. Genau, und ich glaube positiv, ich nehme jetzt schon ein bisschen meine Prognosen vorweg, also ich glaube auch, dass wir im aktuellen Jahr keine Rezession in den meisten Ländern sehen werden, dass wir hier auch bei in vielen Ländern das berühmte Soft Landing erreichen werden, allerdings bei der Inflation nicht so schnell herunterkommen, wie viele sich erhoffen. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, ehe wir wirklich in die konkreten Prognosen reingehen. Ihr hattet gerade noch mal kurz zurückgespult vor 12 Monaten. Alex hat es gesagt, wir hatten alle erwartet, Energiekrise. Michael, du hast gerade mal einen ganz kleinen Ausblick gegeben, der eher zuversichtlich auch klingt. Diese Prognosen, inwieweit beeinflussen die Entscheidungen von Unternehmen, dass man sich also möglicherweise in eine Krise auch dann reinredet? Stichwort Energiekrise. Unternehmen halten dann doch vielleicht ihr Geld zusammen, investieren nicht. Oder andersrum, alle Welt sagt, jetzt wird's toll, ich fange wieder an zu investieren. Inwieweit lassen sich Unternehmen beeinflussen durch so Prognosen? Ja, also ich glaube nicht, dass sie sich so sehr davon beeinflussen lassen. Insbesondere nicht in den Märkten, wo man wirklich aktiv ist. Man ist nahe an der Basis dran, man hat seine eigenen Zahlen, man hat seine eigene Geschäftslage. Und wir führen ja regelmäßig in unseren beiden Ländern die CFO-Umfrage durch. Und da fragen wir immer nach Konjunkturaussichten und auch die Aussichten fürs eigene Unternehmen und die eigene Branche. Und da sieht man eigentlich immer, dass das eigene Unternehmen fast immer positiver eingeschätzt wird. Und wenn man einen langfristigen Vergleich macht, sind die Prognosen der Einzelunternehmen immer exakter an der Realität dran als das, was als Konjunkturprognosen häufig verkauft wird. Also ich glaube, der Einfluss ist nicht sehr groß. Natürlich, wenn ich jetzt in neue Länder expandieren will, dann verlasse ich mich vielleicht eher auf solche Indikatoren aus anderen Ländern und bin dann vielleicht eher vorsichtig oder eher optimistisch bei Investitionsentscheidungen. Aber generell glaube ich nicht, dass der Einfluss hier so groß ist. Ich würde ihn schon ein bisschen höher einschätzen. Also wir wissen ja aus der Verhaltensökonomik, dass jeder eigentlich bestimmte Verzerrungen hat bei Entscheidungen. Und ich glaube, dass die Stimmung schon einen gewissen Einfluss auf Entscheidungen ausübt, weil Leute ja dazu tendieren, aus der derzeitigen Lage zu extrapolieren und das in die Zukunft zu übertragen. Das heißt, ich glaube schon, wenn man sich jetzt so diese kurzfristigen Konjunkturprognosen anguckt, wenn man sich vor allem Bestimmungsindikatoren anguckt, die ja von Quartal zu Quartal und von Monat zu Monat sich verändern, dass die einen gewissen Impact auf die Stimmung haben und damit schon auch in so eine gewisse Spirale reinführen können. Man hat dann, man redet natürlich dann auch mit anderen Leuten, die ähnlich schlecht gestimmt sind. Und ich glaube schon, dass man da eine gewisse Dynamik nach unten reinkriegen kann, vielleicht auch nach oben. Ich meine, wir sehen ja auch an den Finanzmärkten, dass wir so selbstverstärkende Stimmungen durchaus haben. Von daher glaube ich, fundamental ist es wahrscheinlich nicht der treibende Faktor, aber in gewissen Teilbereichen ist es, glaube ich, schon wichtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir Deutschen das Glas gerne halb leer sehen und die Schweizer grundsätzlich optimistisch in die Zukunft gucken, dass wir da unterschiedliche Effekte dann haben. Das kann auch sein, ja. Machen wir es jetzt mal konkret, der konkrete Ausblick. Starten wir gerne mal mit Deutschland. Alex, wie ist der Ausblick für Deutschland in 2024? Ich glaube, für die deutsche Konjunktur wird die Entwicklung der Inflation der entscheidende Faktor sein. Wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, die Inflation ist sehr deutlich runtergekommen. Sie ist jetzt im Dezember gerade wieder etwas gestiegen, aber das hat mit den Basiseffekten im Vergleich zu 23 zu tun. Das heißt, wir werden sehen, dass in 24 die Konjunktur höchstwahrscheinlich noch etwas weiter zurückgeht. Wir erwarten jetzt fürs Gesamtjahr etwas unter 3% Inflationsentwicklung. Das heißt, von diesen extrem hohen Werten der letzten Jahre sind wir weit entfernt. Das bedeutet, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, dass die Realeinkommen steigen und dass die Zentralbank dann wahrscheinlich im zweiten oder dritten Quartal, die Finanzmärkte erwarten eher das zweite Quartal, ich würde eher aufs dritte Quartal tippen, ihre Zinsen senken. Das bedeutet, die Konjunktur wird sehr stark von den Konsumenten getrieben, vor allem dann in der zweiten Hälfte. Also man kann davon ausgehen, dass das erste Quartal und die erste Hälfte noch durchaus ruckelig wird konjunkturell, aber dass wir dann mehr Dynamik in der zweiten Hälfte sehen.
Und dann werden sich ja eben noch die Zinssenkungen reinkommen. Vielleicht noch eine Art kleine Warnung dabei. Wir werden jetzt aber nicht unbedingt direkt zum EZB-Ziel von 2% kommen. Wir wissen, dass so die letzte Meile, bis man da ist, der schwierigste Teil ist, und dass der nicht von selbst passiert. Von daher auch meine Erwartung, dass wir eher so Richtung Sommer die ersten Zinssenkungen sehen würden. Das heißt, alles in allem würde ich für Deutschland ein Wachstum von 0,4% im Basisszenario 2024 erwarten. Also etwas höher wie 2023, wenn auch noch weit, weit von Dynamik entfernt. Und eine Inflationsrate, wie gesagt, von 2,7%. Wieso aus der Schweiz, Michael? Ja, also Schweiz zeichnet sich in diesem Jahr ein eher schwaches Wachstum ab, wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung wie bei euch. Wir haben ja letztes Jahr mit 1,3% schon unter dem langfristigen Durchschnitt abgeschlossen und für 2024, fürs aktuelle Jahr, ist es je nach Szenario so zwischen 0,5 und 1,2%. Aber noch der wichtige Hinweis, so also ein Spezialfall bei der Schweiz, aber zum Beispiel auch bei den USA. Aufgrund der stark ansteigenden Bevölkerung, vor allen Dingen durch die Zuwanderung, ist ja eigentlich das BIP pro Kopf wesentlich aussagekräftiger. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann kommen wir eher auf Richtung Stagnation 0% hin. Und ich glaube, das ist eher die Realität. Besondere Sorgen derzeit ist verarbeitende Gewerbe. Damit verbunden natürlich die Exportwirtschaft. Die Dienstleistungsbranche ist noch relativ gut unterwegs, schwächelt aber auch. Und als Exportnation sind wir natürlich stark vom Ausland abhängig. Und daher ist natürlich USA und Deutschland als zwei wichtige Handelspartner extrem wichtig. Und daher blickt man natürlich insbesondere mit großen Sorgen über die Grenze in den nördlichen Kantonen, wie wir immer sagen, nach Deutschland. Also so gesehen, wenn ihr zumindest eine Rezession vermeidet, ist das schon mal eine, ja, 50% gute Nachricht. Der Wechselkurs ist auch noch ganz entscheidend bei uns natürlich. Der Schweizer Franken hat ein sehr starkes Jahr erlebt, wieder mal, also im Gegensatz zum Euro um 7% Aufwertung, Dollar über 10%. Also ihr müsst euch mal überlegen, wenn eure Exportwirtschaft einen steigenden Euro um über 10% hätte. Das sind natürlich große Herausforderungen. Natürlich die andere Seite, die positive Seite der Medaille ist, deswegen haben wir auch so eine niedrige Inflation letzten Endes. Kurz noch vielleicht zu den Arbeitslosenquoten. Wir hatten letztes Jahr 2%, das war der niedrigste Stand seit 2001. Und man prognostiziert jetzt 2,3%. Das hält uns natürlich auch beim Wachstum ein bisschen zurück, weil viele Unternehmen nicht die geeigneten Arbeitskräfte für die freien Stellen trotz der Schwierigkeiten finden. Und dann noch abschließend zur Inflation. Wie gesagt, wir stehen im internationalen Vergleich recht gut da. Wir sind schon auf unter 2%, eben auch aufgrund der steigenden Währung, weil viele der Importpreise dadurch natürlich von der Inflation abgeschwächt wurden. Aber es gibt definitiv noch keine Entwarnung, denn auch wie in Deutschland im Dezember sind jetzt die Preise wieder gestiegen von 1,4 auf 1,7%. Und es kommen jetzt noch ab Januar noch andere Basiseffekte hinzu, auch höhere Mehrwertsteuer und so weiter. Also der Preisauftrieb ist nach wie vor überdurchschnittlich und auffallend ist ja auch Dienstleistungen, Hotellerie, Restaurants und so weiter. Ich glaube, dass der Höhepunkt der Zinsen auch erreicht ist, aber ich glaube, die Zentralbanken müssen auch vorsichtig sein und nicht zu früh mit den Zinsen senken. Und ich glaube auch in der Schweiz, wir müssen uns natürlich sehr stark auch an der EZB orientieren, dass wir wohl erst frühestens im Sommer oder Herbst erste Zinssenkungen erwarten können. Für den Bereich nördlich der nördlichen Kanone haben wir gerade schon gesprochen, aber auch alles, was östlich, südlich und westlich der Kantone passiert, ist natürlich interessant. Eurozone, Alex, wie ist der Ausblick außerhalb Deutschlands auf die Eurozone? Wir haben in 2023 gesehen, dass sich die Eurozone sehr, sehr unterschiedlich entwickelt hat. Also Schlusslicht war unter den großen Ländern war definitiv Deutschland, war auch tatsächlich unter den G20 das Schlusslicht. Also nur Argentinien ist noch ein Tick schlechter gewachsen. Und da gab es eine Spaltung, nämlich dass die, sagen wir mal, die Volkswirtschaften, die stark von der Industrie abhängig waren, besonders gelitten haben. Das war dann vor allem Deutschland und natürlich auch die dann unter der Energiekrise stark gelitten haben.
Während die stärker dienstleistungsbasierten Volkswirtschaften und vor allem die, die stark auf den Tourismus aufbauen, sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Hier vor allem Spanien, Portugal, Griechenland. Also Spanien ist mit deutlich über 2% gewachsen, ebenso wie Portugal. Das heißt, da gab es starke Unterschiede. Und für nächstes Jahr kann man jetzt für die Eurozone erwarten, dass sie sich leicht besser wie Deutschland entwickeln dürfte. Ich meine, die Eurozone hängt natürlich inflationsmäßig und zinspolitikmäßig genau dieselbe Situation. Wie gesagt, Leitzinssenkungen wahrscheinlich ab Mitte des Jahres. Von daher dann auch wieder Auftrieb für Investitionen. Aber sowohl für die Eurozone wie für Deutschland gilt, es wird so ein gewisses Übergangsjahr sein. Ich meine, wir müssen sehen, wir sind wirklich nicht in einem normalen Konjunkturzyklus mit einem gemächlichen Auf und Ab, sondern wir haben ziemliche gewaltsame Konjunkturzyklen. Erst Corona, dann Energiekrise, Ukraine-Krieg. Das heißt, das ist wieder so ein Jahr des Übergangs und es wird sich dann tatsächlich vor allem ab 25 entscheiden, inwieweit wir wieder in Deutschland und der Eurozone an diesen früheren Wachstumspfad anknüpfen können, der ja schon deutlich über den letzten Jahren liegt. Das heißt, insgesamt würde ich dann für die Eurozone ungefähr 0,6% Wachstum erwarten, das heißt etwas höher wie Deutschland mit 0,4. Alex, kurz hier Zusatzfrage, inwieweit ist auch für die Eurozone der stabile Arbeitsmarkt eine Konjunkturunterstützung, dass eben der Konsum nicht einbricht? Definitiv ist sicher einer der wichtigsten Faktoren für die Resilienz letztes Jahr. Es war auch letztes Jahr, dieses geringe Wachstum wurde vor allem vom Konsum getrieben. Also wir haben gesehen, dass zwar die Konsumentenstimmung ganz weit unten ist, aber dass die Konsumausgaben eigentlich relativ stabil sind. Und das wurde vor allem dadurch getrieben, zum einen, es gab noch so extra Ersparnisse aus der Corona-Zeit, die Konsumenten aufgebaut hatten. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber der zweite ist definitiv der stabile und resiliente Arbeitsmarkt. Wir haben in der Eurozone und in Deutschland kaum Reaktionen auf den Arbeitsmarkt gesehen, auf die schlechtere Lage. Das heißt, die Leute geben nach wie vor Geld aus, was, glaube ich, jeder bestätigen kann, der die Restaurants in einer normalen deutschen Großstadt im Moment anguckt oder die Fußgängerzonen. Das heißt, das hat nicht mehr den Einfluss, den es im früher hatte, eben weil der Arbeitsmarkt sich deutlich anders entwickelt und positiv entwickelt. Und das ist sicher ein großer Unterschied zu den, sagen wir mal, schwierigen wirtschaftlichen Episoden der letzten Jahre. Hat viel mit dem demografischen Wandel zu tun. Wir haben weniger Arbeitskräfte, wir haben Arbeitskräftemangel. Wir werden in Deutschland 3,5 Millionen weniger Arbeitnehmer bis 2030 haben. Und das spielt damit rein. Und auch deswegen ist es kein normaler Konjunkturzyklus, in dem wir sind. Es ist auch nicht ein normales Jahr. Du hast es vorhin schon ganz kurz gesagt, Alex, es ist ein super Wahljahr und unter anderem wird in den USA gewählt. Deswegen, Michael, vielleicht mal den Blick auf die andere Seite des Atlantiks. Wie ist die Vorhersage von euch in diese Richtung? Ja, also die wirtschaftliche Lage der USA in diesem Jahr ist wirklich spannend und es stellt sich immer noch die große Frage, ob es denn wirklich jetzt ein Soft Landing geben wird. Also damit meine ich, ob der Notenbank Fed es gelingen wird, die Inflation, das angestrebte Ziel von 2% zu reduzieren, ohne dabei eine Rezession auszulösen. Also im abgelaufenen Jahr hatten wir ein Wachstum von ca. 2,5%. Das ist ein recht robuster Wert. Aber auch hier wird er zu berücksichtigen steigende Bevölkerungszahlen. Das heißt, pro Kopf ist ein bisschen niedriger. Aber der Arbeitsmarkt war auch hier das Entscheidende. Der ist extrem stabil. Die Arbeitslosenquote unter 4%. Und das heißt, sehr stark konsumgetrieben, was die US-Wirtschaft ja sowieso schon ist. Und es deutet auch nichts auf eine Rezession im aktuellen Jahr hin. Bei der Inflation sind wir aber mit 3,4% immer im Dezember jetzt immer noch deutlich über den 2% und die Kerninflation sogar noch höher mit 3,9%. Und insbesondere Posten wie Wohnkosten und so weiter sind sehr stark gestiegen, auch Energie, und es trifft sehr viele. Interessant ist aber, dass die Erzeugerpreise zurückgehen und es ist häufig ein Frühindikator, denn die fließen ein in die Verbraucherpreise. Also man kann davon ausgehen, dass die Inflation schrittweise zurückgehen wird. Die Marktteilnehmer erwarten ja sehr früh schon die ersten Zinssenkungen. Also mit Marktteilnehmer sage ich jetzt die Finanzmarktteilnehmer, weil die natürlich am meisten davon profitieren würden. Bereits manche schon jetzt dann in den ersten 3-4 Monaten.
und erwarten dann bis zu 5 weitere Senkungen. Ich finde, das ist zu optimistisch gedacht. Und ich glaube, dass wir zwar beim aktuellen Zinsniveau von über 5% wahrscheinlich am Höhepunkt sind, aber ich glaube, dass wir die ersten Senkungsschritte erst ein bisschen später sehen werden und vor allen Dingen nicht so häufig. Aber wie immer, es ist ein Wahljahr, es ist viel politischer Druck da und die Frage wird sein, wie stark kann die Notenbank sich gegen den politischen Druck wehren, einfach zu senken. Weil es ist klar, je früher die Senkung kommt, umso eher hilft es der Wirtschaft, umso eher hilft es natürlich dem Kandidaten Biden in dem Zusammenhang. Also zusammenfassend kann man sagen, die jüngsten Inflationszahlen unterstützen die Warnung, dass wirklich die Inflationsbekämpfung, also von 4 auf 3 und dann auf 2%, immer das Schwierigste ist. Und ich glaube, dass so ein Soft Landing nur teilweise gelingen wird. Wir werden keine Rezession sehen, aber die Inflation wird auch nicht so schnell unter die 2% gehen. Unsere Kollegen in den USA, die machen ja konkretes Forecasting, die rechnen beim Wachstum mit ca. 1% und bei der Inflation mit 2,9% in diesem Jahr. Wenn man über die USA spricht, muss man auch immer direkt über China sprechen, also andere Seite der Welt. Alex, wie ist deine Sicht auf das, was in China passieren wird in diesem Jahr? China war jetzt 2023 tatsächlich auch natürlich schon sehr im Fokus. Wir hatten Anfang 2023 die Lockerung der Corona-Beschränkungen und die Erwartung war, da kommt ein starker Rebound in China, dass wir tatsächlich starken Konsum sehen. Es haben sich natürlich viele, viele Exporteure Hoffnungen gemacht. Tatsächlich, wenn man sich auch die Aktienkurse europäischer Luxushersteller anschaut, dann haben die in der ersten Hälfte genau deswegen sehr, sehr steile Bewegung genommen. Und wir haben dann aber im weiteren Verlauf des Jahres gesehen, dass China Schwierigkeiten hat. Also die Konsumentenstimmung ist so tief gefallen wie tatsächlich während Corona. Das heißt, China hat ein Nachfrageproblem. Manche reden auch tatsächlich schon von Konsumstreik. Das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber in jedem Fall haben wir nicht diesen nachholenden Konsum gesehen. Und das hat sehr viel zu tun mit dem Immobilienmarkt. 80% des Haushaltsvermögens in China ist in Immobilien investiert. Der Immobilienmarkt schwächelt seit 2021. Das heißt, die Leute halten natürlich eher ihr Geld zusammen und sind wenig spendierfreudig. Und das hält die chinesische Wirtschaft natürlich zurück, natürlich neben all den geopolitischen Spannungen, die wir in der Welt sehen. China hat aber auch tatsächlich kein Inflationsproblem, sondern eher ein Deflationsproblem im letzten Jahr gehabt. Also Preissteigerungen nahe über oder unter Null. Das heißt, da sehen wir auch diese sehr schwache Nachfrage. Und für nächstes Jahr bedeutet es, dass diese Probleme sich fortsetzen werden. Das heißt, das offizielle chinesische Ziel ist ja immer ungefähr 5% Wachstum zu erreichen. Das könnte sehr schwierig werden. Ich würde mal eher von 4,5% ausgehen. Das ist natürlich immer noch eine Menge, allerdings schon deutlich weniger, als wir es vor Corona gesehen haben. Das heißt, so diese ganz große Wachstumsmaschine für die Weltwirtschaft dürfte China auch 2024 nicht werden. Ja, zum Thema China, also ich analysiere die Lage ja auch regelmäßig. Ich habe immer das Problem mit den offiziellen Daten, wie glaubwürdig sind die wirklich? Weil wenn man dann mit Kunden spricht, die auch vor Ort sind, dann hört man wieder was anderes. Das ist genau die Schwierigkeit, die du auch gerade erwähnt hast, Alex. Einerseits scheint es viele Probleme am Immobilienmarkt zu geben. Man hört, dass hunderte von Millionen Wohnungen leer sind. Dann hat man eine Jugendarbeitslosigkeit, die laut offiziellen Statistiken fast 25% sind. Aber die Gesamtarbeitslosenquote ist extrem niedrig, da passt irgendetwas nicht zusammen. Also es ist wirklich schwierig für den Außenstehenden ein realistisches Bild für China zu bekommen. Aber ich glaube auch, dass viele Risiken für dieses Jahr und für die nächsten Jahre vor allen Dingen aus der Region kommen könnten. Bezüglich nachlassende Nachfrage, Konsum, wir wissen nicht, wie der Industriesektor sich entwickelt. Und dann haben wir natürlich noch die ganze geopolitische Lage rund um das Thema Taiwan. Vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, geopolitische Lage. Jetzt hat in den letzten Jahren Indien eine unfassbare Entwicklung hingelegt. Ist Indien jetzt eine valide Alternative zu China für die westliche Welt?
Also es ist zumindest, also Indien hat tatsächlich einen erstaunlichen Aufstieg hingelegt. Also es war unter den G20-Volkswirtschaften die am stärksten wachsende 23. Es wird die am stärksten wachsende 24 sein, laut den Prognosen, und auch noch die am stärksten wachsende 25. Immer recht dicht gefolgt von Indonesien. Das heißt, da ändern sich so die Wachstumsmotoren auch der Weltwirtschaft. Wir sehen das auch, wenn wir in unseren CFO-Survey schauen, dass Indien als Investitionsziel für die deutsche Wirtschaft ganz, ganz weit oben steht. Teilweise sicher auch aus der Überlegung heraus, dass man sich zumindest ein wenig diversifiziert. Das heißt, Indien ist interessant, und Indien wird vor allem durch den demografischen Rückenwind getrieben. Also im Gegensatz zu China ist es eine junge und stark wachsende Bevölkerung, was Indien auch langfristig natürlich zum interessanten Standort macht. Ob es jetzt tatsächlich China als Markt ersetzen kann, ist ein bisschen fraglich, weil Indien ja vom sehr viel geringeren Pro-Kopf-Einkommen und Wohlstandsniveau kommt. Das heißt, das wird noch eine Weile dauern, bis es eine ähnliche Rolle spielen kann wie China, obwohl es jetzt auch das bevölkerungsreichste Land der Welt geworden ist in 23. Aber bevor da dieser, da fehlt noch ein Schritt. Indien ist vielleicht da, wo China in den 90ern war. Ja, also die Fundamentaldaten sprechen, glaube ich, schon dafür, mittel- bis langfristig, dass Indien eine extrem wichtige Rolle weltwirtschaftlich spielen wird. Aber das Problem ist, und wir alle drei sind ja schon ein bisschen älter, wie oft haben wir das schon gehört, Indien, jetzt kommt Indien, ist fast schon so wie mit Afrika. Daher bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber rein von den Fundamentals gebe ich euch recht, und ich würde es mir auch hoffen und erwünschen. Indien natürlich auch ein bisschen westlich orientierter als jetzt ein Land wie China, auch politisch sicherlich steht uns ein bisschen näher. Aber ich habe da auch noch ein paar Fragezeichen, und es stimmt natürlich, es ist noch von einem niedrigeren Niveau, von einer niedrigeren Basis aus. Wir sind schon ein bisschen älter, und jetzt kommt ein Thema, wo man dann vielleicht einige Leute darüber lächeln mögen, wenn wir drüber reden, aber kein Podcast dieser Zeit ohne eine Betrachtung der Auswirkungen von KI. Lass uns nochmal vielleicht abschließend in diesem Podcast ganz kurz über KI sprechen. Ist aus eurer Sicht jetzt schon irgendetwas absehbar, was in den nächsten 12 Monaten wirklich sich auch volkswirtschaftlich entwickeln wird durch KI? Irgendwelche Einflüsse? Ich glaube, dass das große Potenzial natürlich eher mittel- bis langfristig zum Tragen kommen wird. Also die große Hoffnung ist ja, dass wir mit KI Produktivitätssteigerungen hinkriegen können, was wirklich, wirklich wichtig wäre, weil das Produktivitätswachstum in der westlichen Welt war über die letzten 20 Jahre hinweg also sehr weit unten. Das heißt, wir warten ja eigentlich immer auf so eine Art Lichtblick, mit dem wir die Produktivität steigern können. Und KI ist sicher dieser Lichtblick. Für Deutschland und Europa sicher nochmal entscheidend ist, dass wir gegeben die demografische Entwicklung sehr stark automatisieren müssen, um den Arbeitskräftemangel zu begegnen. Das heißt, hier wird KI uns helfen, und ich glaube, es kann die Produktivität steigern. Also da gibt es ja verschiedene Projektionen, die sagen, KI kann einen Unterschied von ungefähr einem Prozentpunkt beim Wachstum ausmachen. Das dann allerdings erst so ab Ende der 20er Jahre. Was ich für 2024 hoffen würde, ist, dass wir zumindest mal die ersten Zuckungen sehen, und dass wir die ersten Spuren von KI in den Produktivitätsdaten sehen. Es gibt jetzt schon erste Diskussionen. Die USA hatten im dritten Quartal einen relativ starken Produktivitätssprung, und es gibt einige, die behaupten, das könnte schon mit der Implementierung von KI zu tun haben, weil sich ja auch irgendwie diese hohen Bewertungen der US-KI-Firmen müssen sich ja natürlich auch auf Kundenseite dann irgendwo zeigen. Das wird man nicht entscheiden können, aber ich hoffe, dass das etwas sein wird, was uns produktivitäts- und arbeitsmarktmäßig nach vorne bringen wird. Also ich bin diesbezüglich auch recht optimistisch und bullisch, muss ich sagen. Ich glaube, es wird uns viele Vorteile bringen, auch uns selbst im täglichen Job, vor allen Dingen natürlich jetzt im Zusammenhang mit der generativen KI. Die Bürojobs wird uns entlasten von nerviger Routinearbeit. Und wenn wir das richtig machen, dann wirklich die Zeit dann in die mehr kreativen und strategischen Themen zu investieren, wird uns das viel bringen. Ob es jetzt beim Produktivitätswachstum was bringt, muss man sehen. Man könnte auch die Diskussion mal führen, inwieweit wir Produktivitätswachstum überhaupt noch richtig messen. Aber das wäre ein Thema für eine separate Episode hier.
Aber ich bin mittel- bis langfristig sehr optimistisch über den positiven Einfluss, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern für uns alle, was uns diese Technologie bringen wird. Letzte Frage an euch beide. Wir bleiben mit der KI. Eingangs sagte ich Dinner for One, dann Podcast for Three. Wie lange dauert es, bis wir von Dinner for One zu Podcast for One kommen und ich kann dieses Gespräch mit zwei Avataren von euch führen, die gefüttert durch Generative AI diese ganzen Prognosen für mich abgeben? Das Gute für Volkswörter an Generative AI ist, ich habe gleich am Anfang, habe ich mal eingetippt, wie ist das Wirtschaftswachstum 2024, als es letztes Jahr tatsächlich rauskam. Und da ist die Antwort der generativen AI, dazu kann ich nicht sagen, zukunftsgerichtete Aussagen kann ich nicht machen. Bitte fragen Sie einen Volkswirt oder eine internationale Organisation. Das hat mich sehr beruhigt. Von daher denke ich, dass wir uns noch ein paar Jährchen auch in dieser leibhaftigen Runde treffen können. Glaube ich auch. Und wir sind ja vor allen Dingen Faktenchecker, muss man ganz wichtig sagen. Und unsere Fähigkeiten werden im Rahmen der KI noch wichtiger werden. Wenn wir einen Podcast haben wollen, der eher auf dem Level ist, als würden sich drei Politiker unterhalten, könnten wir das wahrscheinlich morgen mit der KI machen, denn genau auf diesem noch etwas oberflächlichen Niveau ist das Output, aber natürlich ist auch nur eine Frage der Zeit, das ist uns klar und ich kann mir vorstellen, in 5 Jahren kann man schon zumindest 80% Teil komplett durch KI produzieren lassen, aber ich glaube, dieses Faktenchecken wird langfristig immer wichtiger werden. Also ganz ohne uns wird es dann doch nicht gehen. Mit diesen doch sehr positiven Zukunftsaussichten gehen wir dann in das neue Jahr. Michael, Alex, vielen Dank für das wie immer sehr unterhaltsame und sehr informative Gespräch. Wir sehen uns spätestens in 12 Monaten wieder. Dankeschön. Dann danke. Vielen Dank für euer Interesse und dass ihr beim heutigen Future Talk dabei wart. Hat euch die Episode gefallen? Dann zeigt uns doch eure Begeisterung mit einer 5-Sterne-Bewertung und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, so verpasst ihr keine Episode mehr. Und habt ihr Feedback, Fragen oder einfach Lust auf einen Austausch, dann freue ich mich natürlich riesig über eure persönliche Nachricht. Am besten erreicht ihr mich über mein LinkedIn-Profil. Und ich freue mich schon drauf, euch beim nächsten Mal wieder bei uns begrüßen zu können. Bis dahin. Genießt euren Tag und habt eine erfolgreiche Woche.